Wir werden hier den horizontalen Wurf allgemein durchnehmen. Stellen wir uns folgende Situation vor. Dieses Flugzeug fliegt mit einer konstanten horizontalen Geschwindigkeit V0. Im Moment t gleich 0 wird dieses Paket abgeworfen, in der Hoffnung, dass es auf dieser Insel landet. Das bedeutet also, dass die Laufbahn ungefähr so aussehen sollte. Hier ist die Anfangsposition und hier ist der Landepunkt. Um die Bewegung vom Paket zu untersuchen, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Der Ursprung des Bezugssystems ist der Anfangspunkt vom Paket. Die X-Achse ist horizontal mit Einheit 1 Meter, die Y-Achse ist vertikal mit Einheit ebenfalls 1 Meter. Nehmen wir an, dass das Paket im Moment T an dieser Position ist. Das Paket unterliegt ständig seiner Gewichtskraft. Da es keine horizontale Kraft gibt, muss die Bewegung von diesem Punkt auf der X-Achse nach dem Trägheitsgesetz eine GGB sein. Da diese Gewichtskraft ständig auf den Punkt P wirkt und vertikal ist, also parallel zur Y-Achse, muss nach dem Grundgesetz der Dynamik, dem zweiten Gesetz von Isaac Newton, diese Bewegung eine DGBB sein. Das können wir in dieser Animation beobachten. Beobachten wir zuerst die Bewegung längs der X-Achse. Dieser Punkt befindet sich effektiv in einer GGB. Die Geschwindigkeit ist konstant und gleich zu dieser Anfangsgeschwindigkeit. Also so. Diese Geschwindigkeit Vx bleibt konstant und ist gleich zu dieser Anfangsgeschwindigkeit V0. Jetzt schauen wir auf der Y-Achse. Diese Geschwindigkeit wird immer größer, immer größer. Auf der Y-Achse haben wir effektiv eine GGBB. Wir werden jetzt die Form dieser Laufbahn genauestens berechnen. Je nach der X-Achse haben wir eine GGB, für die also gilt, die Geschwindigkeit ist konstant, hier gleich V0. Und die zurückgelegte Distanz ist gleich zu der konstanten Geschwindigkeit V0 mal die Zeit t. Längs der Y-Achse haben wir eine GGBB, für die gilt Vy gleich minus die Beschleunigung g mal t. Das Minus ist vorhanden, weil die Geschwindigkeit Vy nach unten gerichtet ist, die Y-Achse ist aber nach oben gerichtet. Aus demselben Grund haben wir auch hier ein Minus, y gleich minus gt² geteilt durch 2. Um die kartesische Gleichung von dieser Laufbahn zu finden, brauchen wir nur das t aus diesen zwei Gleichungen zu eliminieren. Einerseits haben wir die Gleichung x gleich v0 mal t. Andererseits haben wir die Gleichung y gleich minus gt² halbe. Aus der ersten Gleichung können wir schließen, dass t gleich ist zu x geteilt durch v0. Also können wir in der zweiten Gleichung das t durch diesen Bruch ersetzen. So erhalten wir diese kartesische Gleichung der Laufbahn, das heißt diese. Y gleich minus
diese konstante Zahl mal x im Quadrat. Wenn in einer solchen kartesischen Gleichung x im zweiten Grad auftritt und y im ersten, so nennt man die Laufbahn eine Parabel. Also diese Laufbahn ist eine Parabel. Wir werden jetzt die Reichweite dieser Bewegung berechnen, das heißt diese horizontale Distanz groß R. Dieser Punkt hat als Koordinate 0 minus h, wo h die Höhe vom Paket im Moment t gleich 0 bezeichnet. Die Ordinate von dem Landepunkt muss also minus h sein, y gleich minus h. Dieser Landepunkt befindet sich aber auch auf dieser Parabel, was bedeutet, dass seine Koordinate xy die Parabelgleichung erfüllen muss, also wissen wir, dass y gleich ist zu minus gx² geteilt durch 2 mal v0 im Quadrat. Aus diesen zwei Gleichungen können wir schließen, dass dieser Bruch gleich h sein muss. Jetzt setzen wir noch alles rechts rüber, außer x². Und jetzt möchten wir noch dieses Quadrat rechts rüber setzen, wo es eigentlich zu plus minus Quadratwurzel wird. Aber so wie wir das Bezugssystem gewählt haben, ist die Abszisse von dem Landepunkt streng positiv. Also, wenn wir das Quadrat rübersetzen, dann wird das hier zur Quadratwurzel von diesem Bruch. Und das x, das wir dann so erhalten haben, ist natürlich diese Reichweite r. Daher die Reichweite r gleich Anfangsgeschwindigkeit v0 mal die Quadratwurzel von 2 mal die Anfangshöhe vom Paket a geteilt durch die Fallbeschleunigung klein g. Jetzt werden wir noch die Momentangeschwindigkeit von diesem Massepunkt p bestimmen. Die Geschwindigkeit v ist die vektorielle Summe von dieser horizontalen Geschwindigkeit vx und dieser vertikalen Geschwindigkeit vy. Durch den Lehrsatz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck erhalten wir v im Quadrat gleich vx im Quadrat plus vy im Quadrat, also so. Wir setzen dieses Quadrat noch rechts rüber, da wird es zur Quadratwurzel. Wir ersetzen vx durch v0 und vy durch minus g mal t. So erhalten wir als v diese Quadratwurzel, also gilt v gleich die Quadratwurzel der Anfangsgeschwindigkeit v0 im Quadrat plus die Fallbeschleunigung g im Quadrat mal die Zeit t im Quadrat. Insgesamt haben wir also herausgefunden, dass die Bewegung längs der x-Achse eine GGB ist, die Geschwindigkeit bleibt effektiv konstant und ist gleich zu dieser Anfangsgeschwindigkeit. Wir haben auch herausgefunden, dass die Bewegung längs der y-Achse eine GGBB ist. Wir erkennen deutlich, dass dieser Punkt auf der y-Achse schneller und schneller wird und sehen auch, dass die Länge des Geschwindigkeitsvektors Vy immer größer wird. Wir haben herausgefunden, dass die Laufbahn vom Paket eine Parabel ist, mit dieser kartesischen Gleichung. Wir haben herausgefunden, dass die Reichweite R durch diese Formel berechnet werden kann. Und wir haben auch die Momentangeschwindigkeit V in jedem Augenblick t bestimmt.
Diese momentane Geschwindigkeit v wird berechnet durch diese Quadratwurzel.